creme, bring that ice, boy. Walk in, no, that's I, yeah, they can't tell me why. Word, I don't even need no lies, ayy. Got my own little spy, ayy. Lure me in my eyes, yeah. All your dreams gon' die, word. Same old day with the same old flow, with the same. Was geht, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Hier auf AC Gamers. Ich bin's heute mal wieder, euer Rochen, und ja. In den letzten Folgen waren wir ein bisschen low end dran. Sind wir ein bisschen besser dran. Wir haben hier eine Geldfälscherei. Gut. Holen wir erstmal unser Auto. Zack. Das ist schon mal super. Zwei zu unternehmen bedeutet passiv Geld. Wir können uns ein bisschen schneller voranbringen in dem Game. Wir wollen ja, wie gesagt, Legendenstatus erreichen. Deswegen mal schauen. 77.000 sind drin, Vorräte müsste man wieder klauen. Aber Radar noch ganz gut. Sieht auch so, als würde sich das ausgeglichen abnutzen. Eine Ladung Vorräte, eine Ladung Geld. Aber mit dem jetzt hier durch die Gegend fahren zu den ganzen Unternehmen und Bruder ist ein bisschen anstrengend, deswegen fahren wir jetzt auch nicht zum Clubhaus, weil es wäre auch anstrengend. Sondern wir stellen uns die Movie in der Kommandozentrale, Boys! Ich bin zwar so blank wie sonst auch immer, $741, dafür bin ich volle Munition und ich habe eine Kommandozentrale neuerdings. Wenn die 10 Stunden mal später angeliefert wird. So wie jetzt, Jungs. Fahren, der hat sich ein bisschen versteckt geparkt. Man muss das Lagezentrum ja auch nicht immer sehen. Jungs, ihr denkt euch jetzt, hä? Letzten Folgen, der Spaß hat gar nichts gehabt, Alter. Jetzt hat der hier mobile Kommandozentrale, dies, das. Dazu ist ja auch noch ein Bunker erforderlich. Zu dem wir jetzt übrigens auch kurz fahren. Ich will nämlich all meine Produktionsvorräte abchecken und ich will meine Kommandozentrale hochfahren. Von daher wird das jetzt noch eine Top-Tour mit euch. Ach ja. Oder da einsteigen wollte ich nicht, ich wollte vorne rein. Diese Zugeinheit. Für die mobile Kommandozentrale, Alter. Das ist aber auch eine Zentrale. Junge, pass mal ein bisschen auf, ich habe ein bisschen Überbreite, mein Freund. Aber macht nichts, wenn die auch hart gepanzert. Oh, ist das schön, Leute, mit dem 40-Tonner hier. Ist mal was anderes. Mal gucken, wie ich zum Bunker hochkomme, einfach hier durchfahren. Ups. Außer gegen den Baum vielleicht nicht. Bruder, selbst offroad-tauglich ist das Teil. Wir lassen das Lagezentrum aber gleich schon hier stehen und laufen in den Bunker. Richtig crank, Mann. Wie gesagt, letzten Folgen hatten wir nichts. Gestern ein bisschen mit meinem Kollegen gehustelt. Schöne Grüße gehen an den raus. Ich würde das Video schätze ich mal sowieso nicht sehen, aber egal. Ich danke dir auf jeden Fall. Und ja, auf legale Art und Weise mit einem schönen Job, den er freigeschaltet hat. Bruder, ich habe erst 65.000 Vorräte, sind hier leer. Oh. What the hell? Bitches. Also ich bin echt blank, müssen wir ein bisschen Kohle machen. Wir gucken, dass die Geschäfte ein bisschen florieren und ich meine, ich habe Casino auch noch ein bisschen was eingezahlt. Ach fuck, hier kommen wir nicht mal mehr rein. Doch, als CEO.
Vielleicht auch mit Rockerclub. Ja, safe. CEO wäre jetzt ein bisschen passiv gewesen, doch. Ne? 75.000 brauchen wir. Wollte man das schon 65.000, fast 100.000, will ich gar nicht wissen, was das bringt, wenn der ganze Bunker voll ist. Also muss ich mir für den Bunker Geld organisieren, weil der anscheinend eine gute Geldeinnahmequelle noch für passiv ist. Ich habe hier so ein bisschen Passiveinkommen halt ausgebaut. Gestern mit meinem Kollegen. Wenn der heute Zeit hat, dann wird noch ein bisschen Luxus gemacht hier. Deluxo und so. Wer kennt ihn? Und ein paar Missions gespielt werden. Gestern wurde auch für die Millionen gut gehasselt, für die 6-7, die man verdient hat. Ich hab die ganze Zeit gestern in Elite abgeschlossen, Alter. Gab nochmal ein bisschen Boni, 100.000, die ersten 1-2 Mal. So, jetzt muss das mobile Lagezentrum wieder auf die Straße. Leute, das ist so geil, dass ich die jetzt hab. Das hat mich so weitergebracht, schon mal ein Stück. Alter, ich nehme mein Fahrzeug jetzt hinten immer mit. Ihr wisst ja, ich reise ja immer durch die Gegend hier, GTA. Manchmal bin ich hier, manchmal bin ich da. Oder mobile Kommandozentrale, mobile Wohneinheit, ja. Das, wir wollen uns ja hier sowieso so ein bisschen militärisch aufbauen. Deswegen ja die ganzen Geschäfte. Und dicke Panzerung. Wir könnten den natürlich hier rückwärts ein bisschen drücken. Dass der hier, sag ich mal, ins Parklückchen verschwindet. Eigentlich hatte ich den hier vorher mal stehen, aber hätte ich den da nicht theoretisch auch an die Seite gedrückt. Mal gucken. Aber ich glaube, dafür ist der Koffer einfach zu groß hinten drauf. Na, nee, wird nichts. Also ziehen wir ihn einfach wieder. So wie ich es vorher auch schon hatte. Zack, abstützen. Oh, Bruder, erstmal parken. Wäre die Einsatzzentrale hier schon mal gestellt, Alter. Obwohl, ich kann den nicht betreten, gut, dass ich den Koffer abgestellt habe. Oder Fahrzeug. Offen. Seht ihr, die Rennmaschine geht auch klar. Und das hat zwar noch gute Panzer. Deswegen habe ich die abgepuppelt. Für manche Missionen könnte die uns beim Vorräte einholen dann doch ein bisschen helfen. Da weiß, wo der Koffer steht, ne? Zack. Aber gegen Hauswand gefahren, hilft nicht. Dick versteckt worden, die Kiste. Geld macht glücklich in GTA. Wir arbeiten uns zum Wohlstand hoch am Posten 741 auf dem Konto. Dann können wir nicht mal mit dem Sammlerflieger hier bedanken. Aber die Geschäfte florieren.
weiß nicht, wie gut ich gegen Kugeln hier drin abgesichert bin. Schnell wieder hier rein in die Kiste. Die Tür wollte er erst nicht zuziehen, ne? Bruder. Schön, dass ich jetzt mal zum Unternehmen zurück darf, um meine normale Karre zu holen. Das macht mir jetzt sehr viel Spaß. Geparkt. Oder die Spezialkarabiner geht auch ab, die ich mir neu gekauft habe. Lelelelelele. Hey, you know who? Safe. Und drin. Einfach so eine Garage vor Kokainlabor. Ist einfach fett, du fährst rein, wenn die Karte kaputt ist. Und sonst würde ich doch mal sagen, sieht das trotzdem gut aus als kleiner militärischer Stützpunkt hier oben. Können wir direkt mal ein Screenshot von machen. Zack. Die sieht auch wunderschön aus. Gucken wir mal, was hier drin so los ist. Hier oben ist halt echt ein bisschen abgelegen. Das ist ein Safety First. Wie man so schön sagt. Auch keine Vorräte mehr. 48.000. Auch leer. Alles leer hier, Alter. Ich will hier ein paar Leute ins Unternehmen einladen. Jetzt brauchen wir echt ein paar Leute, die hier alles voll machen, weil ich habe keine Kohle. Aber nachher, wenn ich mit meinem Kollegen wieder zocke, was ich vielleicht auch noch ein bisschen aufnehme. So, aus Versehen. Nicht festgestellt, dass wir noch hier einen Dingsabrupser gelabert haben. Aber die sind sowieso alle Party. Gucken wir mal, ob einer jetzt auf gut Deutsch so freundlich ist. Nee, so doof ist uns selten. Das wäre natürlich echt korrekt, wenn ihr auch mal Bock habt, Alter. Dann schreibt mir. Ich erde euch. Dann geht das hier ab. Habibi. Oh, wunderschön hier. Schöner Anblick, Mashallah.
Irgendwie will nicht so wirklich einer reinkommen. Das habe ich ja schon getestet. Da lagern wir unser Fahrzeug mit ein, mit einem Hänger. Das ist praktisch schon, wenn man mit dem Ding flüchten muss, aber da sollte man die Wörtlingsmaschine vorne schon angefangen lassen. Aber es muss auch erstmal funktionieren. Tell me that you love me, even if it's fake.